Zone. Hallo allerseits, herzlich willkommen zurück zu A Ground auf der Nintendo Switch. So, wir haben letztens den Kampf gegen die Muros, ja, glorreich verloren. Und deshalb würde ich sagen, ich werde hier ein paar Sachen herumfarmen und ein bisschen Ausrüstung suchen, damit wir genug Heil-Items haben. Ja, hauptsächlich Heil-Items. Und damit wir alles hier herstellen können. Natürlich müssen wir auch Öl und Kohle und so weiter farmen. Also würde ich sagen, ich farm ein bisschen und wir sehen uns gleich wieder. Da steht jemand mit Rufzeichen. Hey, was ist los? Du siehst traurig aus. Ich habe versucht, die Muros zu überzeugen, endlich aufzuhören, jeden zu belästigen. Aber sie hören nicht zu und ich will nicht gegen sie kämpfen. Gut, dass du es versucht hast, aber sie sind stur wie Esel und reagieren auf nichts außer auf Macht. Ich gebe noch nicht auf. Es ist nicht fair, dass sie ihre Macht so missbrauchen. Vielleicht versuchst du so viel wie möglich über die Muros zu erfahren. Hast du alle Bereiche um ihr Labor ausgekundet? Ah. Okay, um ihr Labor, also... Ja, schauen wir mal. Okay. Weiter geht's. Wir haben uns jetzt eine Kettensäge und hier eine Kettensäge gebastelt und hier ist das angesprochene ja, Geheimnis, würde ich fast sagen. Oh, ein bisschen schnell, aber gegen eine Kettensäge haben sie eine Chance. Raffiniertes Öl, wir droppen auch coole Sachen, raffiniertes Öl. Und, okay, verdammt in der Truhe. Schauen wir mal. Auf jeden Fall viel Titan ist hier. Das ist cool. Das bringt auf jeden Fall Kohle und ich kann sicher auch ganz gute Gegenstände damit herstellen. Oh, die nächste. Wir haben viel raffiniertes Öl auf jeden Fall dabei. Nächste. Wenn sie sich so schön anstellen, das ist ja perfekt. Uran. Das ist ja cool. Die nächste Truhe. Oh. Und ja, ich bin endlich mal drauf gekommen. Solange ich Sachen habe, die
Leben bzw. Ausdauer auffüllen, wird das automatisch, bevor man stirbt, verwendet. In der Truhe sind Batterien oder eine Batterie. So, Tragekapazität ist wieder erschöpft. Das Essen, dann haben wir wieder ein bisschen Platz. Wow, da sind viele Kisten. Uran, her damit. Münzen. Okay. Munition. Also die Kisten sind Silikon. Die Kisten sind ja richtig gut. Die Gegner hier drin sind etwas nervig, aber auch kein Riesenproblem. Hier geht's raus. Genau. So. Dann bringen wir das mal zurück. Ja, wie gesagt, ich habe die Kettensäge gemacht und ein paar Sachen verkauft, um ein paar Omelettes und ich glaube Cheeseburger oder sowas zu kaufen. Diese Beeren sind ganz gut, um wieder ein bisschen Ausdauer herzustellen beim Nachhauselaufen. Und ich denke, wir sind jetzt dann, wenn wir diesen Raum hier, diesen geheimen Raum quasi im Raumschiff ausgeräumt haben, dann sind wir, glaube ich, gerüstet für den Kampf. Wir brauchen einfach nur genügend Heil-Items und dann wird das schon passen. So, also Zeug rein und dann räume ich den, hier sieht man 15 Omelettes haben wir und dann räume ich jetzt noch den Raum fertig aus und wir sehen uns gleich wieder. So, ich habe ihn jetzt nicht komplett leer geräumt, aber ich glaube einfach, wir sind jetzt gut gerüstet. Ich habe noch ein paar Omelettes dazu gekauft. Wir starten einen neuen Versuch. Wir haben 23 Omelettes, 2 Cheeseburger, 45 Munition, ein paar Batterien, Verbände haben wir auch noch. 3 Landminen haben wir dabei. Die werden wir auch dann gleich aufstellen. Ja. Verbrennt 3 bis 5, also ich glaube, das macht dann auch schon ganz gut Schaden. Die können wir so platzieren, okay. Ja. Genau, dann. Ach nein, ich habe es auf ZR und den rechten Stick nach links gelegt, die 3 Minen. Okay, also die können wir schon mit einem Hotkey quasi legen, platzieren. So, wir kämpfen natürlich und ja, ich wünsche uns viel Glück. So, Handminen sind platziert. Ach, die machen Schaden. Aber ich jetzt auch. Wow. Schau an, so viel Steaks und Käse. Verbände kommen jetzt dran. Aber wir bleiben einfach stehen und schauen, dass wir hier. Und jetzt geht's an die Omelettes. Schauen, das könnte knapp werden. Das könnte eng werden. Die sind fast geschafft. Jawoll. Du musst uns die Geheimnisse deiner Stärke verraten. Du könntest der Schlüssel zur Rettung der Menschheit sein.
Wenn ich euch meine Geheimnisse erzähle, werdet ihr dann aufhören, die Bewohner zu belästigen und sie um Geld zu bitten? Natürlich, wozu brauchen wir denn diese hohlen Exemplare, wenn wir dich haben? Dies wird unsere Forschung in ganz andere Richtungen lenken. Fühle dich frei, unser chirurgisches Cyborg-Labor zu benutzen. Wir wären sehr interessiert, wie mächtig du mit unseren kybernetischen Verbesserungen wirst. Okay, jetzt dürfen wir das Labor benutzen. Viele wichtige Schiffskomponenten sind im Ozean gelandet, als wir abgestürzt sind. Wenn wir sie bergen, können wir es vielleicht sogar einen Weg runter von diesem Planeten finden. Okay. Aber wie können wir sie aus dem Wasser holen? Können wir ein U-Boot bauen? Sicherlich, wenn wir einen guten Startpunkt hätten. Ich denke, es gibt eine unterirdische Höhle auf der westlichen Seite dieser Insel, die Zugang zum Meer hat. Wenn du die Höhle findest und einige Materialien mitbringst, könnten wir ein U-Boot-Bunker bauen. Aha. Okay, benötigt 8 Stahlbahnen, 1 Uran und 3 Silikon. Und die Wasserhöhle müssen wir natürlich finden. Blöderweise habe ich das ganze Uran jetzt verkauft. Das war natürlich toll. Die Forschung, damit die Spezies überlebt, ist in Stocken geraten. Aber die Kampfforschung erscheint vielversprechend. Kybernetische Verbesserungen sind in der Lage, aus einem durchschnittlichen Zivilisten eine Kriegsmaschine zu machen. Ah, und hier ist das Labor. Okay. Dich operieren. Cyborg-Körper. Verteidigung 4 plus 5 Leben pro Sekunde, wenn verletzt. Ah, okay. Eine Titanrüstung und Drachenblut brauche ich hier. Cyborg-Auge umgibt dich ausgerüstet mit Licht, aber kostet halt eine Energie pro Sekunde. Aber das könnten wir machen. Das machen wir natürlich. Cyborg-Rücken, Traglast, okay. Mega-Rucksack. Cyborg-Rücken, Traglast. Flughöhe 10. Tempo 4, maximales Gewicht 500. Und das Aussehen könnten wir verändern. Okay. Also hier brauchen wir 2 Stahlbahnen für einen Gewehrarm. Sehr, sehr cool. Einen Diodenwolf. Da brauche ich noch einen Wolf. Okay. Stahlwürm. So, okay, also hier brauchen wir eine Titanrüstung und 2 Drachenblut, hier brauchen wir 2 Stahlbahnen und vor allem Uran brauchen wir. Okay, wo sind wir hier? Okay. Sieht so aus, als würde das Navigationssystem noch funktionieren. Demzufolge befinden wir uns derzeit auf UNOX-428E. Okay. Ein erdähnlicher und bewohnbarer Planet. Vermutlich die feindliche Heimatwelt. Haben die Miros diese Notiz hinzugefügt? Ich muss sie unbedingt fragen. Die feindliche Heimatwelt, okay. 42 Lichtjahre von der Erde entfernt. 6 bestätigte Exoplaneten. Wir befinden uns auf dem Heimatplaneten des Feindes. Woher wisst ihr das? Wir sind nicht ganz so sicher, aber wir nahmen Proben von vielen Ruinen auf diesem Planeten. Nicht nur, dass es viele Übereinstimmungen mit der Technologie gibt, die Ruinen sind ebenfalls mehrere Millionen Jahre alt. Aber jetzt sind sie weg? Wir haben sie bisher nicht auf diesem Planeten entdeckt, aber selbst wenn sie diesen verlassen haben, werden sie eventuell irgendwann zurückkommen. Deshalb waren wir bereit, alles für Stärke und Macht zu opfern. Seit dem Tag, an dem wir auf diesem Planeten gelandet sind, waren wir uns bewusst, dass eine Konfrontation mit ihnen unvermeidlich ist. Okay, und was, wenn sie gar nicht mehr existieren? Wenn sie schon so lange weg sind? Ah. Okay, hier können wir wieder zurück. Und wie es aussieht, ist das... Fühle dich frei, unser chirurgisches Labor zu benutzen. Genau, danke, ja. Wir fühlen uns frei. Vor allem fühlen wir uns befreit von diesen Spinnern. Das ist cool. So, Uran gab's hier drinnen. Ich hab's nicht ganz ausgeräumt, wie gesagt. Da ist noch anderes Zeug. Aber die... Oh, schau an, das ist das Auge. Verteidigung 3, Lebenspunkte. Das ist cool.
Und vor allem ist es wirklich hell. Da sieht man auch sogar im Schwarzen die Gegner. Wow, der hat eine Batterie dabei. Und ab und zu haben die eben auch Uran mit. Aber leider ziemlich selten. Okay, Bände. Ein Jetpack. Wow. Wo ist das? Nö. Nö, ich will das nicht entfernen. Es wird endgültig verschwinden. Nö. Hier ist der Jetpack. Tagas 200, Flughöhe 6, Tempo 3. Da ist das andere dann besser, dieses kybernetische Ding. Aber das ist schon sehr cool. Und vor allem haben wir jetzt 285 Gewicht Last, die wir tragen können. Vorher waren es 180 oder 185, glaube ich. Wow. Okay, wir müssen hier ein bisschen herumlaufen. Weil, wie wir schon bei den Feuerschweinen gesehen haben, spawnen die Viecher wieder. Und ich hoffe, dass hier auch welche spawnen, sodass wir an das benötigte Uran rankommen. Da ist schon wieder einer. Batterien sind auch okay. Gegessen. Vielleicht sollte er den anders verwenden. Oh, das sieht doch uranig aus, oder? So grün schimmert. Ah, sehr gut. Ich glaube, ein Uran brauche ich noch. Öl. Laufen wir noch ein, zwei Runden und dann passt das vielleicht schon. Also Titan haben wir, Titan und Truhen haben wir leergeräumt. Da gibt es nicht mehr. Und auch die Batterie hält ganz okay lange. Ja, plötzlich sind wir richtig gut ausgerüstet. So, komm. Spawnt doch. Jawohl. Aber der hat keinen grünen Schimmer, also der wird kein Uran mit haben. Genau. Was mir auch aufgefallen ist, eben mit diesem Auge haben wir einen anderen Sichtkegel. Mit dieser Stirnlampe haben wir nur nach vorne in einem Kegel gesehen. Und hier sehen wir wirklich rundherum mit diesem Auge. Wer hätte gedacht, dass wir uns kybernetisch verbessern in diesem Spiel. Also ich nicht. Aber schade, es spawnen relativ selten die Viecher. Ich hätte gehofft, dass mehr kommen und dass wir schneller zu Uran kommen. Das wäre schon schön. Machen wir noch eine Runde. Jetzt sieht es nämlich nicht so aus, als würden noch welche spawnen. Blöd, dass ich das Uran verkauft habe. Ich hatte sicher schon 5 oder 6, glaube ich. Naja, egal. Vielleicht reicht uns E1.
wir nochmal? Wo war das Labor? Ah, hier. Okay, hier brauchen wir Titanrüstung. Hier brauchen wir Stahlbahn. Hier. Was haben wir jetzt alles? Eine höhere Flughöhe und mehr maximales Gewicht. Genau, 300. Flughöhe 10 statt 6. 500 statt 300. Das ist ja perfekt. Und Tempo 4 und das Jetpack Tempo 3. Das ist ja cool. Aber warum haben wir keine Titanrüstung mehr? Ist die kaputt geworden vielleicht? Oder ich habe es wieder irgendwo abgelegt. Kann auch sein. Okay, dann müssen wir noch eine Titanrüstung basteln und... Cool, jetzt können wir fliegen. Vor allem... Erstens geht das viel schneller und zweitens können wir so endlich diese doofen Gegner hier umfliegen. Das ist cool. So, wir brauchen Stahlbahn, haben wir gesagt. Dazu brauchen wir Eisenbahn. Machen wir mal 10. Genau, dann können wir später die Stahlbahn machen. Brennstoff, genau, damit es gut brennt. Titanrüstung können wir jetzt schon basteln. Wunderbar. Ah ja, nachts geschlossen. Toll. Okay, gleich sind die Eisenbahn fertig und dann können wir an die Stahlbahn. Nö, können wir nicht, weil wir gerade die Kohle als Brennmittel eingesetzt haben. Also ein bisschen Kohle sammeln. Ist ja zum Glück nicht weit. So. Sollte reichen. Machen wir alle, die wir können. Uran dabei. 1750. Ich glaube, verkauft habe ich es um 350 oder 450. Um 1750 könnte ich es kaufen. Wow. Das ist Wucher. So, die Miros werden dich nicht mehr nach Geld fragen und werden die Versuche an Menschen stoppen. Exzellent. Vielleicht können wir jetzt endlich Frieden hier finden. Hier, nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Ja, komm, was gibst du mir? Auf jeden Fall gratis übernachten, oder? Kohle? Was? Ich betreibe hier doch keine Wohlfahrt. Okay. So ein Geizhals. Ja, tatsächlich, ich muss wirklich immer noch die 50 Münzen blechen. Das ist der Dank dafür. 10 Kohle. Unglaublich. Das darf nicht wahr sein. So. Jetzt haben wir noch Piraten besiegen und für die Miros müssen wir die Höhle suchen, um ein U-Boot zu bauen. Okay. Ja, dazu brauchen wir das eine Uran. Aufladen. Aufladen. Perfekt.
So, wie viel? Ja, wir haben 20 Batterien, okay. Ja, dann habe ich noch gesehen, den Mega-Rucksack und Jetpack können wir eigentlich wegpacken. Feuerjuwel auch. Genau, die Minen brauchen wir nicht mehr. Ja, plötzlich haben wir wieder sehr, sehr viel Platz. 94 von 285. Da können wir schon wieder was lagern. Und das ist, das Schweben ist richtig gut. So, der hat auf jeden Fall kein Drachenblut für mich. Das heißt, blöderweise muss ich zur Startinsel zurück, um Drachenblut zu besorgen. Das ist leider etwas ärgerlich. So, ein Uran. Vielleicht aber auch nicht. Mal schauen wir mal, ob vielleicht jetzt noch ein paar mehr gespawnt. Ist jetzt egal, ich will jetzt noch mal schauen hier. Genau, zwei Drachenblut. Sonst brauchen wir hier nichts mehr. Und die Titanrüstung habe ich natürlich wieder im Lager vergessen, glaube ich. Aber wir haben es. Wir haben sie zumindest auf dieser Insel. So, können wir jetzt das Uran noch bekommen, bitte? Das wäre wirklich jetzt noch ein feiner Zug von euch. Also wenn man bedenkt, wie ich schon herumgeflogen bin und jetzt hier mit dem Bohrer herumbohre, ich habe immer noch so gut wie nichts von der Batterieanzeige verloren. Also Batterie dürften wir im Moment ausreichend haben. So, das bringt mir nichts, dass ihr alles ins Lager bringt. Ich bin auf einer anderen Insel. Genau, hier der Alchemist hat Drachenblut ins Lager gebracht, aber das soll es mir bringen, nicht ins Lager. Schade, dass ich noch nicht von der Startinsel hier was transportieren lassen kann. Drüben gibt es einen NPC, der das für mich macht, aber hier habe ich noch nichts gesehen. Vielleicht gibt es dann mal ein Gebäude dafür. So, einer mit grünem Schimmer, bitte. Werden wir schon mal bekommen, vielleicht ist ja hier, wenn wir runtergraben, was das mit dem kybernetischen Auge hier ist auf jeden Fall cool, wir sehen richtig gut. Rohöl, Rohöl, da haben wir ein wenig Gold, genau, Golderz. Uran brauchen wir. Okay. Ach, drüben wäre noch eins. Diamant. Okay, hier sind wir ganz unten.
so viele Diamanten. Ah, schau an, ein Uran. So, wir haben jetzt alles bis aufs Drachenblut. Sind ziemlich weit unten. Die laufen hier draußen auch an. Titan ist auch okay. Sorry. Zwei Stahlbahnen. Ich dachte, ich hätte ausreichend gemacht. Sonst gibt's hier. Aha, hier sind weitere Labore, aber die sind nicht nutzbar. Ist defekt. Okay. Also es gibt nur dieses eine und da haben wir eigentlich schon fast alles gekauft. Nächstes Mal schauen wir uns die Piraten an oder wir suchen die Höhle. Schauen wir mal. Oben haben wir die Diamanten, haben wir ein paar, sehr cool. So, dann fliegen wir mal zurück. Also das ist definitiv eine sehr coole Verbesserung mit diesem Jetpack hier. So, ja, wir haben es nicht vergessen, wir haben es nur nicht aufgesammelt. Ah, okay. So. Okay, jetzt haben wir die Titanrüstung auch mit. Stahlbahn nehmen wir auch mit und den Rest können wir rüberlagern. Von denen nehmen wir immer noch gut Schaden. Okay, wir haben auch, muss ich sagen, wir haben auch keine Rüstung im Moment an. Weil die Titanrüstung haben wir nicht angelegt, sondern nur mitgenommen. Aber wir wollen ja was Besseres haben. Ja, den Gewehrarm können wir jetzt nur machen. Naja, hier, das Drachenblut brauchen wir auch noch. Nein. Okay, da können wir schießen. 75 haben wir, das heißt, wir können jetzt sowohl als auch, oder wie? Mit A normal im Nahkampf zuschlagen und... Ja, schon. Aber wir machen halt noch sehr wenig Schaden. Oh. Level Up ist gut. Sauerstoff werden wir bestimmt brauchen. Aber wir warten noch, ob wir das wirklich brauchen.
das werden wir dann noch sehen. Das ist wieder geschlossen, natürlich. Wir haben kein Geld, aber zumindest speichern können wir. So, na, jetzt schießen wir sie mal ab, damit wir Ruhe haben hier. So, Fleisch und eine Batterie, sehr cool. Okay, ich würde sagen, für heute war's das. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.